Herzlich willkommen bei selbstklebefolien.com. Heute möchte ich Ihnen an dieser gefliesten Wand zeigen, wie man mit Klebefliesen aus Fliesenfolie alte hässliche Oberflächen bzw. Fliesen ganz einfach ohne Schmutz, Staub und Dreck verschwinden lässt. Wichtig ist, dass man als allererstes die Fliesen ausmisst. Hierzu misst man einmal von links nach rechts, von oben nach unten, von Kante zu Kante. In unserem Fall sind die Fliesen 20 x 20 cm. Dieses Maß müssen Sie im Prinzip angeben, damit wir Ihre Fliesen passgenau nach Ihren bereits vorhandenen Keramikfliesen anfertigen. In diesem Video zeigen wir Ihnen vorerst einmal unifarbene Klebefliesen, die wir jetzt verkleben. Doch bevor wir zum Verkleben kommen, sorgen Sie bitte dafür, dass die Fliesen auch richtig auf der alten Keramikfliese haften und reinigen Sie die Keramikoberfläche mit einem handelsüblichen Reiniger, damit alle Fett, Schmier, Staub und Schmutzpartikel entfernt sind, sodass der Kleber sich auf den Fliesen auch optimal entfalten kann. Klebefliesen werden auf solchen Bögen geliefert und eine Verklebung ist im Prinzip recht einfach. Sie brauchen etwas Wasser mit einem Applikationstensid, zur Not kann das etwas Spülmittel sein, um die Oberflächenspannung des Wassers zu brechen, und unsere Fliesen. Ich mache mir kurz ein wenig Platz. Als erstes sprühen Sie im Prinzip die Fliese an, auf der Sie Ihre erste Klebefliese verkleben möchten. Sie ziehen einfach eine Klebefliese ab, sprühen die klebende Seite nass, erzeugen jetzt somit einen Wasserfilm und können dadurch die neue farbige Fliese auf der Keramikfliese hin und her justieren. Wenn alle Ränder deckend sind, sprühen Sie noch einmal auf Ihre neue Fliesenoberfläche und nehmen sich einen Kunststoffrakel zur Hand. Von der Mitte aus rakeln Sie ganz einfach nach links, rechts, oben und unten das Wasser, was zwischen der neuen Klebefliese und Ihrer alten Fliese ist, heraus. So, und schon nehmen wir uns die nächste Fliese. Fliese nass machen, klebende Seite nass machen, dann ein wenig hin und her rutschen. So, das passt schon. Die Sichtseite noch einmal ansprühen und jetzt erneut von der Mitte aus nach außen, links, rechts, oben, unten das Wasser herausrakeln. So, und dann noch eine Fliese in Pink. Und wieder von der Mitte nach links, rechts, außen einfach herausrakeln. Das Restwasser tupfe ich einmal kurz zwischendurch ab. So. Mit unseren Klebefliesen können Sie natürlich eine ganze Wand in einer Farbe dekorieren. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, unterschiedliche Farben miteinander zu kombinieren. Dazu nehme ich mir jetzt einmal eine andere Farbe. So, wie Sie sehen, ist es nicht unbedingt nötig, eine ganze Wand zu dekorieren. Sie können natürlich 10, 20 Quadratmeter Ihr Bad neu fliesen oder aber auch mit einer Farbe oder unterschiedlichen Farben ganz einfache Akzente setzen. Sollte es bei der Verklebung dazu kommen, dass die Fliesen am Rand nicht ganz anziehen, dann können Sie nach der Antrocknung, nach 1, 2, 3 Stunden, einen ganz normalen Haarföhn nehmen und die Fliesen leicht anföhnen, damit sie sich auch bei starken Rundungen der Form Ihrer Fliese anpassen. Nachdem Sie Ihre Fliesen verklebt haben, denken Sie bitte daran, die Restfeuchtigkeit von Ihren Fliesen aufzunehmen. Dafür können Sie ein ganz normales Stofftuch, Handtuch, was auch immer nehmen. Die Fliesen brauchen nun ein paar Stunden, je nach Jahreszeit, einen halben bis einen Tag, bis sie angezogen sind. Und
Danach haben Sie mit Sicherheit ein paar Jahre Freude an Ihrer neuen Dekoration. Sollten Sie zum Beispiel ein Mietshaus nehmen oder irgendwann ein anderes Dekor wünschen, dann haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, die Fliesen ganz einfach wieder wie einen Aufkleber zu entfernen. Sollten sich Kleberückstände auf den Keramikfliesen bilden, so bekommen Sie die ganz einfach mit einem lösemittelhaltigen oder alkoholhaltigen Reiniger, Badreiniger weg. Vielleicht haben Sie natürlich auch Gefallen an einer anderen Dekorationsmöglichkeit. In einem anderen Video zeige ich Ihnen, wie man Motivfliesen auch nach Ihren Motiven herstellt und diese wie ein Puzzle auf einer Wand verklebt. Ich bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal bei selbstklebefolien.com.